Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Walk of Books. Ich bin Janine und heute möchte ich mit euch über meine Top 20 Bücher 2020 sprechen. Eigentlich sind es ein bisschen weniger. Ich habe allerdings so ein paar Reihen zusammengebracht, ne? Zusammengefügt, die ich letztlich dann, weil das einfacher ist. Und damit starte ich jetzt auch mit Platz Nummer 20. Louise Bourbeau, die Sonnenkönigin, die Sonne und den Mond, der aktuelle Teil quasi. Allzu viel kann ich hierzu gar nicht erzählen, weil sonst wollte ich ein bisschen was spoilern. Aber wir sind hier auf jeden Fall in den Jahren 1660 und 1661 und wir sind, wir blicken quasi noch einmal so ein bisschen zurück, wie alles begangen hat mit der Liebe zwischen Louise und Louise. Ich habe wahnsinnig viel markiert, wie man sieht, aber das ist irgendwie typisch oder normal bei Louise Bourbeau, das mache ich immer. So, und irgendwie war hier war auch irgendwann mal Shakespeare wurde zitiert. Also von daher alles gut gemacht, alles richtig gemacht, ne? Genau. Ist auch nicht der letzte Teil von der Louise Bourbeau-Reihe, von der Sonnenkönigin. Hier geht es in dem Lysandra Books Verlag. In dem Buch geht es ja um den Louis, der Sonnenkönig, den man auch aus der, nicht nur aus der Geschichte kennt, sondern auch aus Filmen zum Beispiel. Ne? Ja. So, weiter geht es mit den Büchern von Georgia Moyes. Und zwar habe ich hier, wir kennen ja das Buch Ein ganzes halbes Jahr. Hier geht es um Louisa Clark, die Will Traynor kennenlernt. Und ja, das Ende ist sehr traurig und auch nicht wirklich überraschend. Also kein Geheimnis so. Ich habe hier allerdings noch diese zwei Bücher und die sind dann auch bei mir auf Platz 18 und 19. Dabei spielt es keine Rolle, wer wo ist oder was wo ist, sondern einfach, genau. Den dritten Teil habe ich mal vor Ewigkeiten von meinem Mann geschenkt bekommen. Den zweiten Teil habe ich mir letztes Jahr selbst gekauft, damit ich die Reihe abschließen kann. Und die Geschichten gehen einfach, oder die Geschichte selbst geht einfach so dermaßen ans Herz und ins Herz. Das ist unfassbar. Das ist ziemlich, ja, da, puh, das geht wirklich nahe. Die ganzen Geschichten, die ganzen drei Bücher im Prinzip gehen sowas von ans Herz und sowas von richtig, richtig krass nah. Das ist etwas, was hängen bleibt, definitiv. Mein Herz in zwei Welten und ein ganz neues Leben. Genau. Wobei das Teil 2 ist und das der dritte Teil. Weiter geht es mit den Büchern von Eve Pei Heykatz 4 bis 6. Werde ich euch einblenden. Und wir haben hier... Moment, ich muss mal gucken, wie genau die heißen. Genau, wir haben... Episode 4, Zerbrochene Erinnerung, Episode 5, James und Episode 6, Der letzte Widerstand. So. Und worum es geht, ist ziemlich schwierig zu erzählen. Auf jeden Fall möchte ich allerdings kurz sagen, dass mich das Finale ganz schön umgehauen hat. Ich musste das Finale auch mehrfach lesen, weil das zu krass war. Also es war etwas, was so jetzt nicht wirklich also was vom Gefühl her seltsam geklungen hat, ne? Und ja, irgendwie war das Gefühl dann doch ein bisschen anders. Schwierig. Man hat Erwartungen, wenn man eine Reihe sechs Teile lang oder sechs Episoden lang liest, dann hat man gewisse Erwartungen, wie etwas enden sollte. Und das war hier eben anders von der Autorin gedacht, als es tatsächlich der Fall war. So, weiter geht's es mit dem nächsten Buch. 53 Queer Heroes, 53 LGBTQ Helden, Heldinnen von Sappho bis Freddie Mercury und Ellen DeGeneres und so weiter und so fort. Das Buch hat mich deshalb so unfassbar mitgenommen und geflasht, wie auch immer, weil ich... Ja, also es ist ein
großartiges Werk. Es ist liebevoll illustriert. Wir haben hier verschiedene Charaktere und verschiedene Schicksale, viele, viele Schicksale, die mich teilweise echt mitgenommen haben. Ich habe das Buch nach 2 Stunden, ich habe zwei Stunden gebraucht, bis ich das Buch durch hatte. Und zwischenzeitlich habe ich immer wieder recherchiert und geguckt, was ist denn jetzt aus den Leuten geworden? Was haben die jetzt geschrieben, wenn es um ein Buch ging? Ja, ich habe mir das Buch auch direkt ins Regal so gestellt. Also steht so dann im Regal. Hier ist auch Frida Kahlo drin. Und es sind 53 sehr bewegende, kurze Geschichten, kurze Lebensläufe, die aber wirklich nahe gehen und mega ins Herz katapultiert werden. So, das nächste Buch. Ist gar nicht mehr so viel tatsächlich. Ne? Also ich habe ja jetzt schon die 2 von George Moyes. Dann haben wir noch die 3 quasi von Yves Pei. Louis Bourbon hat man jetzt schon. Und die 53. Ja, genau. Nächste Buch. Das Shakespeare-Prinzip. 13 Wege zum Erfolg. Andreas T. Storm. Das Buch ist tatsächlich noch last minute in meinen Ranking-Liste mit reingekommen. Ich habe das Ganze Ende Dezember erst beendet. Ich glaube, ich habe die Rezension dazu am 30. Dezember geschrieben. Also und kurz davor habe ich es dann auch beendet. Es ist aber unfassbar inspirierend und wahnsinnig lehrreich. Als wahnsinnig großer Shakespeare-Fan, das ist ja kein Geheimnis, war es für mich tatsächlich etwas Neues auch. Ich habe viel, viel mitgenommen aus dieser ganzen Sache. Und ich werde das Buch nicht einfach zu meinen Shakespeare-Büchern stellen, sondern ich werde es mir auf meinen Schreibtisch legen und als Nachschlagewerk eigentlich auch für mich noch mit reinnehmen. In den Alltag quasi. So, was kommt als nächstes? Oh, schön. Leonie Lastella, das Buch Licht von 1000 Sternen. Wir haben hier eine Geschichte, die sehr, sehr ans Herz geht. Ein Teenager, eine junge Frau besser gesagt, die ein geht wahnsinnig weit. Bruder ist Autist und das geht. Ja, ein Buch, was einen nicht so leicht loslässt. Es ist jetzt kein typisches Young Adult Werk oder so, sondern es ist etwas, was... Ich habe es relativ schnell gelesen, weil ich einfach auch... Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Es sieht wahnsinnig toll aus. Das ganze Buch glänzt, glitzert, wie auch immer. Ich habe es über Vorablesen, die Ehe halten. Übrigens, das hier über das Bloggerportal. Es ist ein traumhaftes Buch, es ist so toll. Noch nie hat Harper einen Menschen so geliebt wie Ashton. Doch in ihrem Leben ist keine Zeit für Abenteuer, Spontanität und Kompromisse. Dabei sollte nichts wichtiger sein als die erste Liebe, oder? Und schon jetzt gehe ich wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist ein fabelhaftes Buch, ein fantastisches Buch. Als nächstes habe ich die Hörbücher von Cassandra Clare, Die dunklen Mächte, die Reihe. Das spielt so ungefähr zwischen dem 4. und 5. Teil von Chroniken der Unterwelt, würde ich jetzt spontan mal einreihen. So, auf jeden Fall müsste es eigentlich, ich überlege gerade, ob das nach Magnus Baines Chroniken oder davor ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist die ganze Geschichte unfassbar phänomenal. Ich habe es über Audible gehört, genau, ich habe mir die Bücher geholt und habe aktuell 5 Bücher in meiner Playlist, in meiner Bibliothek genommen. Da habe ich einmal Lady Midnight, Lord of Shadows und Queen of Air and Darkness. Außerdem The Bane Chronicles habe ich mir nochmal geholt, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Und The Lost Book of the Wild von Cassandra Clare und Wesley Shue, quasi die Fortsetzung zu dem Buch, was ich euch später noch zeigen möchte. Ich kann aber mal
Genau. Neues von den Chroniken der Unterwelt. Lady Midnight, gelesen von Simon Yeager. Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Die 17-jährige Emma Carstairs war noch ein Kind, als sie damals ermordet wurde. Und es herrschte Krieg. Die Wesen der Unterwelt kämpften bis aufs Blut gegeneinander und die Schattenjäger, die Erzfeinde und der Dämonen wurden fast völlig ausgelöscht. Aber Emma glaubt bis heute nicht, dass ihre Eltern Opfer dieses dunklen Krieges wurden, sondern dass sie aus einem anderen, rätselhaften Grund sterben mussten. Inzwischen sind 5 Jahre vergangen und Emma hat Zuflucht im Institut der Schattenjäger in L.A. gefunden. Eine mysteriöse Mordserie sorgt für große Unruhe in der Unterwelt. Immer wieder werden Leichen gefunden, übersät mit alten Schriftzeichen, ähnliche Zeichen, wie sie auch auf den Körper von Emmas Eltern entdeckt worden waren. Emma muss dieser Spur nachgehen, selbst wenn sie dafür ihren engsten Vertrauten und Seelenverwandten Julian Blackthorne in große Gefahr bringt. Ich hätte schon wieder gesagt, es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, wirklich. Ich habe die 3 Bücher komplett hintereinander gehört. Das waren unfassbar viele Stunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die einzelnen gehen, aber schon lang. Schon lang. Ich glaube, das längste waren 35 Stunden davon, ne? Genau, aber weil es ist das Buch Heartstopper von Alice Oseman, Boy Meets Boy. Ist eigentlich ein Comic, ist ein Comic-Style. Mein erstes, oder Manga-Style, mein erstes Buch in dieser Art. Hast. Und ich habe das ungemisst, ich habe da tatsächlich nur 2 Stunden für reingelesen. Es ist toll, unter anderem auch, weil es früh in Zukunft erwähnt wird, kurz. Aber ja, ich lese euch mal kurz vor, worum es geht. Und die ganze Reihe werde ich mir auch irgendwann mal als Taschenbücher holen. Boy meets Boy, Boys become friends, Boys fall in love, an LGBTQ+, graphic novel about life, love and everything that happens in between, for all the fans of The Art of Being Normal, Holly Bourne und Love, Simon. Absolutely delightful, sweet and romantic kind. Ja, Charlie and Nick are at the same school, but they've never met until one day when they are made to sit together. Also, die haben sich, Charlie und Nick sind, nie, sind auf derselben Schule, aber haben sich nie getroffen, bis sie nebeneinander sitzen mussten. They quickly become friends and soon Charlie is falling hard for Nick, even though he doesn't think he has a chance. ja, sie werden Freunde und bald verliebt sich Charlie auch in Nick, auch wenn er glaubt, dass er keine Chance hat. Vielleicht doch, vielleicht nicht, wer weiß das schon. Es sind 3 Teile, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. So, das war Alice Oseman. Als nächstes kommt eine wahnsinnig tolle Geschichte, die ich schon sehr, sehr lange auf dem Sub hatte. Und gerade letztes Jahr, 2020, war ja so ein großes Thema mit dem Black Lives Matter, mit der Black Lives Matter-Debatte. Das war ja neben Corona quasi das Thema schlechthin irgendwo irgendwie. Und ich habe auf meinem Sub zufällig dieses Buch entdeckt. Die Frauen von Savannah Beth Hoffman. Und hier wird das Thema auch, also hier wird das, diese ganze Rassentrennung nochmal so unfassbar thematisiert, dass es mich echt sprachlos gelassen hat und ich musste weinen ohne Ende. Es geht hier, wir sind hier in Ohio im Jahr 1967. Nach dem Tod ihrer Mutter wird die 12-jährige Sissy Honeycutt von ihrer Großmutter Tootie aufgenommen, die in Savannah, Georgia, ein wunderschönes Südstaatenhaus mit riesigem Garten bewohnt. Umsorgt von 3 warmherzigen Frauen kann Sissy ihre schwierige Kindheit in Ohio hinter sich lassen und blüht auf. Doch als es zu einem rassistischen Überfall kommt, ist Sissys neues Glück auf einmal in Gefahr. Oh Gott, ich könnte schon wieder heulen. Das Buch, also zum einen, Sissys Kindheit ist unfassbar krass. Also die Mutter total depressiv, der Vater hat sich nicht gekümmert, und hat sie dann nach dem Tod der Mutter einfach ins Auto gesteckt und zu der Tootie gebracht. Tootie, ja. Und Tootie hat so eine süße Haushälterin, die eigentlich die beste Freundin ist. Sie ist dunkelhäutig, aber wahnsinnig lieb, süß. Und die Haushälterin, die Frau, nimmt
Sisi auch quasi mit in ihre Welt sozusagen und zeigt ihr, wie vieles anders sein könnte. Ein so, so schönes Buch. Oder. Und ja, Odell ist sehr cool. Aber die ganze Geschichte und dieser rassistische Vorfall, das ist etwas, was wahrscheinlich noch länger im Gedächtnis bleiben wird. Puh, und wo Sissy mit ihren 12 Jahren mehr Charakter bewiesen hat als so manch ein Erwachsener in seinem ganzen Leben. Komme ich von dieser wunderbaren Geschichte zu Nick Hornby, Just Like You. auch hier, ich habe das Buch als Rezensionsexemplar erhalten vom Bloggerportal als Hörbuch allerdings. Und ich suche jetzt nochmal das Buch, um euch nochmal ganz genau vorzulesen, worum es geht. Genau. das Hörbuch war übrigens sehr, sehr toll auch gesprochen, ne? Es ist das Jahr 2016. Lucy ist 42, Mutter zweier Jungs, Lehrerin. Sie lebt von ihrem Mann getrennt und wählt linksliberal. Joseph ist 22, Aushilfsmetzger, Fußballtrainer und an Politik nicht interessiert. Ausgerechnet diese beiden ungleichen Menschen verlieben sich. Wie heißt es so schön? Gegensätze ziehen sich an. Hobbys und ähnliche der Mensch, mit dem du zusammen bist, ist genau wie du. Ähnlicher Background, ähnliches Alter, ähnliche Hobbys und ähnliche Einstellungen. Doch dann geht die Beziehung in die Brüche und wenn du am wenigsten damit rechnest, verliebst du dich in jemanden, der das genaue Gegenteil verkörpert und trotzdem hängt der Himmel voller Geigen. Wie viele von ihnen liebten Shakespeare oder wenigstens das Theater? Wie viele von ihnen kamen, weil sie dachten, sie müssten oder weil sie dazu erzogen worden waren? Es waren keine jungen Leute in der Kloschlange, aber das lag vielleicht daran, dass sie nicht pinkeln mussten und es gab nirgendwo Schwarze. Sie sah sich ihre Gesichter an, versuchte zu erkennen, ob einer von ihnen vielleicht für den Brexit gestimmt haben könnte. Aber das war schwer zu sagen. Über die Hälfte des Landes hatte für den Brexit gestimmt. Und einige von ihnen waren ganz sicher hier. Wie hätte Shakespeare wohl gestimmt? Das war hier die Frage. Okay, Shakespeare wird nur kurz erwähnt, weil Lucy mit Joseph im Theater ist und eine Shakespeare-Aufführung sich ansieht. Aber es geht eher darum, dass Joseph ein farbiger junger Mann ist und Lucy eine weiße Frau in den 40ern mit 2 Kids, die ja doch schon Teenager fast sind, ne? Und einem Ex-Mann, der seltsam dämlich ist. Und genau diese Geschichte, das ist einfach etwas unfassbar, was ans Herz geht. Just Like You habe ich verschlungen. Ich habe es gehört, auf dem Weg, als ich meinen Sohn bei meinen Eltern dann besucht hatte, im Zug, überall habe ich das gehört. Und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Es war einfach unfassbar. Es ist eine großartige Geschichte und ich werde mir definitiv das Buch auch noch dazu holen. Einfach, um es in meine Nick Hornby-Sammlung mit reinzubringen. Next to About a Boy. Oder und solche Sachen. Eine so großartige Geschichte. Also Nick Hornby hat mich schon öfters enttäuscht gehabt in der Vergangenheit. Aber diese Geschichte, Just Like You, so aufzubauen, so feinfühlig und auch mit Fußball und dem Ganzen, ja, als Fußballfan ist das natürlich auch nochmal so ein anderes Ding, hat es mich echt berührt und auch zutiefst mitgenommen. Und der Brexit ist ja jetzt nun mal durch, seit dem 01.01.2021, also die haben schon lange gebraucht, bis sie das dann tatsächlich fertig hatten. Ne? Wie Lucy oder wie Joseph gestimmt haben, oder wie Joseph gestimmt hat, das ist eigentlich das Interessanteste. Wie er das Ganze umgehen konnte oder welche Einstellung er hatte, das ist echt knuffig, muss ich sagen. So, weiter geht es wir sind auch schon tatsächlich bei meinen 1, 2, 3, 4. Top 4. Also Just Like You war tatsächlich Platz 5. Komme ich zu meinem vierten Platz. Wieder ein Hörbuch. Hier geht es erneut, irgendwie habe ich 4 mit, wow. Hier geht es erneut um eine rassistische Debatte, um eine LGBTQ-Sache auch.
Und wir sind hier in Giovannis Zimmer von James Baldwin. Es ist ein Klassiker. Sagen wir es mal, wie es ist, ne? James Baldwin wurde 1924 geboren, ist gestorben 1987. Ich habe das Buch gefunden, beziehungsweise James Baldwin für mich entdeckt, aufgrund dieses Buches. Weil hier wird er erwähnt und ich habe dann einfach mal spontan beim Plotter-Portal geguckt, ob es davon nicht irgendwas, ob James Baldwin da vielleicht zu finden ist. Und zufällig ist genau diese, ist 2020 diese Version nochmal erschienen. Thomas Letter of Lees, James Baldwin, Giovannis Zimmer aus dem Random House Verlag Audio. Und, rausgekommen ist das Buch 1956. In Paris der 50er lernt David den reizend überheblichen, löwenhaften Giovanni kennen. Die beiden beginnen eine Affäre, Verlangen und auch Scham brechen einen David los wie ein Sturm. Als plötzlich seine Verlobte zurückkehrt, bringt David nicht den Mut auf, sich zu outen. Im Glauben, sich durch Verleugnung selbst retten zu können, stürzt er Giovanni ins Unglück. Und das ist so krass. Ich habe, nachdem ich fertig gehört hatte, saß ich über eine halbe Stunde im Zimmer und habe nur geheult. Ich habe einfach nur noch heulen müssen. Auch ich habe mir dann Sascha Mariana Salzman hat nochmal ein Nachwort geschrieben, gelesen von Frank Arnold. Und hier geht es nochmal um James Baldwin selbst und auch da über die Frage, wie das Buch entstanden ist und alles, ne? Und dass er, dass der Verlag damals gesagt hat, dass er die Finger von so etwas lassen soll und dass es gar nicht gut ist, wie er das Ganze thematisiert hat, aufgebaut hat, dass er vielleicht statt eines Schwarzen einen Weißen hätte nehmen sollen, statt eines Mannes eine Frau, ach, solche Sachen, ne? Und schon allein deswegen, wegen des Nachwortes oder wegen der ganzen Zusammenstellung, wegen allem, wegen dem ganzen Konzept, wegen dem ganzen Drumherum, ist das Buch einfach auf Platz 4 bei mir gelandet. Es ist eine so unfassbar emotionale Geschichte und super gelesen und James Baldwin, Giovannis Zimmer, ist ein Klassiker, den man definitiv nicht außer Acht lassen sollte, wenn man sich so ein bisschen mit dieser ganzen Thematik beschäftigen möchte oder mehr wissen will, wie es damals war, wie es heute ist. Und es ist noch nicht mal altbacken. Das ist ja das Ding. Obwohl das, was hatte ich gesagt, 56 herausgekommen ist, das Buch, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich hier auf eine Reiswaffel quasi beiße oder irgendwie so, ne? Dass das staubtrocken ist. Im Gegenteil, es war lebendig. Es war einfach, ich habe es gespürt und das ist das Wichtigste. Puh. Okay, komme ich zu meiner Nummer 3. Ich muss ja dazu sagen, bevor ich meine Top 3 euch zeige, dass ich von vornherein wusste, wie meine Top 3 tatsächlich sein werden. Ich wusste schon relativ lange, welches Buch Platz 1 ist, was ich auf Platz 2 mache und letztlich dann mein drittes Lieblingsbuch 2020. Das war für mich von vornherein irgendwie total klar und logisch. Und vielleicht auch für euch so ein bisschen nachvollziehbar. Ich fange an mit der Nummer 3. Ein Rezensionsexemplar vom Lovely Books Verlag, beziehungsweise für eine Leserunde. Und zwar Sana Nasser, Dream Big, wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte. Sana Nasser ist eine berühmte Boxerin. Sie ist auch Influencerin. Auf Instagram ist sie sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Hatte tatsächlich kürzlich auch mit Corona zu tun. Also sie war auch, hatte sie Corona, was sie allerdings nicht verheimlicht hat, sondern sie ist da auch offen mit umgegangen. Sie hat aufgeklärt und solche Sachen. Es war schon sehr wichtig. Es ist schon sehr, sehr wichtig, wenn gerade auch so, ich sag mal, große Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten mit viel Reichweite auch mal zeigen, hey, scheiße. Aber wenn man sich an die ganzen Regeln hält, dann kann man auch
das überstehen, sobald, sofern es jetzt nicht unbedingt zu krass verläuft. Ich meine, sie ist eine Jungfrau. Sie ist gesund und alles. Genau. Aber sie hatte trotzdem einige sehr schwere Tage während ihrer Corona-Infektion. Sana Nasrat Premwig. Wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte, ist vom Hansa Plau Verlag. Und ich habe, nachdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich geguckt, habe ich mir nochmal das Hörbuch angehört. Gesprochen von Sana selbst, weil ich nochmal alles verinnerlichen wollte. Bei einer Leserunde geht es mehr um die Schnelligkeit. Ich habe das Buch echt auch schnell gelesen, sage ich mal, ne? Deswegen wollte ich das, habe ich dann hinterher nochmal einfach für mich persönlich gedacht, okay, jetzt muss ich doch nochmal das Hörbuch hören, weil ich auch ein paar Begriffe, die sie hier verwendet aus dem Koran, vielleicht falsch ausgesprochen habe, gedanklich oder so. Wahnsinnig toll. Sie hat auch zugegeben, dass es ein Ghostwriter geschrieben hat. Alles cool. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, markiert. Und es ist einfach eine Geschichte oder ihr Leben quasi. Es ist ihr Leben. Und es ist so beeindruckend, dass sie wollte, sie hat immer schon eine Sportart gesucht, die sie fasziniert. Sie hat auch Fußball gespielt und so. Und dann ist er irgendwann mal aufs Boxen gekommen. Und wo sie geboxt hat, waren nur Mädchen und eine Boxtrainerin. Alles. Und da konnte sie sagen, wie sie wollte. Also mit Hijab quasi dann später machen. Ne? Aber während der Wettkämpfe wäre sie beinahe gar nicht zugelassen worden. Und genau das ist etwas, was mich tief berührt hat und mitgenommen hat, dass sie so krass so krass kämpfen musste, um auf ihr Recht, dass sie ihr Recht durchsetzen konnte. Das war sehr, sehr beeindruckend. Sie hat von sich aus den Hijab sehr früh tragen wollen. Ich glaube, normalerweise ist es ab 12, ist es bei den Mädchen so. Aber sie wollte tatsächlich schon früh das tragen. Ich glaube, mit 8 ist sie auf die Idee gekommen. Dann hat ihre Mutter gesagt, nee, hier, warte mal noch ein Jahr, bis du dir wirklich sicher bist und dann hat sie es tragen dürfen. Hier kommt sehr viel das mit dem Glauben. Hier geht es sehr oft um den Glauben, das ist klar, als Muslima. Aber es war, sie hat es einem nicht aufgedrängt, die Religionsfrage. Und das ist etwas, was ich sehr bewundere. Es ist einfach so. Punkt. Und damit hat sie meinen vollen Respekt auch verdient. Sie hat nicht alle 5 Minuten irgendwas von Gott erzählt oder von ihrem Allah oder, ne? Sondern es ist halt so. Und damit hat sie hat sich selbst damit auseinandergesetzt. Sie hat uns Leser quasi aufgeklärt damit das Ganze. Und für mich ist sie eine sehr, sehr inspirierende Frau und die Geschichte ist wahnsinnig beeindruckend und inspirierend. Ich habe hinterher dann auch einfach für mich als Trainerin, Fußballtrainerin, gemerkt, okay, hey, warum nicht einfach sagen und zeigen, wer ich bin und was ich mache und so. Klar, ich habe jetzt nicht unbedingt die Schwierigkeiten wie sie, aber wobei als Frau beim Fußball, in einem reinen Männersport, bei uns jedenfalls, ja, muss man sich auch durchsetzen können. Sana Nasrat Twinbeck, wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte. Meine Nummer 3, 2020. Ich hatte euch vor einigen Minuten schon gezeigt und gesagt, dass ich ein Buch von Cassandra Clare auch als Hörbuch noch habe. Und zwar, was war das? The White Book of the. Schieß mich tot. Ich habe es schon wieder vergessen. The Lost Book of the White von Cassandra Clare ist der zweite Teil der Reihe. Und ich hab euch auch gesagt, dass ich den ersten Teil in meiner Ranking-Liste habe. Bis jetzt ist er aber noch nicht aufgetaucht. Das ändert sich aber. Und zwar habe ich vom Plurrportal erhalten die roten Schriftrollen Cassandra Clare und Wesley Shue. Die ältesten Flüche, Buch
1, Course 1 quasi. Ich habe, das Buch hat Leserillen, das ist, sieht man das? Ich weiß gar nicht. Das hat Leserillen. Ich habe es, das ist auch schon ein bisschen eingestaubt. Ich habe es bei mir im Regal, und zwar so mit Cover, also so mit Cover stehen, ne? Und es ist, boah. Ja, hier sieht man auch nochmal, hätte ich auch hier einfach so einblenden können, einzeigen können, ne? Mhm. Oh, die dunklen Mächte. Eine unsterbliche Liebe, ein ewiger Fluch. Es sollte ein romantischer Urlaub zu zweit werden. Endlich wollte Magnus Bane, der charismatische Hexenmeister von Brooklyn, etwas traute Zweisamkeit mit seiner großen Liebe, dem Schattenjäger Alec Lightwood, genießen. Aber kaum in Paris angekommen, erfahren die beiden, dass ein Dämonenkult die Welt ins Chaos zu stürzen droht. Na klar, warum auch nicht, ne? Ich meine, sind die zwei schon mal... ja. Um das zu verhindern, begeben sie sich auf eine gefährliche Jagd quer durch Europa, bei der Freund und Feind bald kaum noch auseinanderzuhalten sind. Magnus und Alec müssten einander blind vertrauen, doch dunkle Geheimnisse stellen die Beziehung der beiden auf eine harte Probe. Neues aus der Welt, der Schattenjäger, die große Netflix-Serie. Oh, das wäre cool, wenn das Buch auch verseriert werden würde. Boah. Auf jeden Fall ist das hier tatsächlich, das Buch kommt vor die dunklen Mächte dran. Also ich habe das leider, ich hatte zuerst die dunklen Mächte gehört, weil ich dachte, weil ich gehört hatte, mir wurde irgendwie gesagt, dass, dass das wichtig ist, dass man zuerst die dunklen Mächte hört. Wobei die dunklen Mächte werden, würden dann wahrscheinlich nach Teil 6 von Shadowhunters reinkommen. Schwierig. Auf jeden Fall, die dunklen Mächte habe ich zuerst gehört, weil ich dachte, weil ich so die Rank, weil mir das mal gesagt wurde. Habe ich dann aber ziemlich spoilern lassen. Und hier sind die ja noch in einer ja, Verliebtheitsphase. Ganz am Anfang. Ne? Oh, so süß. Die beiden. Ja, das Buch hier ist tatsächlich nach Buch 4. Ich bin voll durcheinander gekommen vorhin. Tut mir leid. Das ist nach Buch 4 von Chroniken der Unterwelt, Pi mal Daumen, und die dunklen Mächte sind nach dem 6. Teil quasi von Chroniken der Unterwelt angesetzt. So, es ist voll kompliziert, weil das alles unterschiedlich auch herauskommt, ne? Also, hätte Cassandra Clare ein bisschen logischer machen können, aber wahrscheinlich ist es eher so gewesen, dass sie später erst eine Geschichte noch zu Magnus und Alec schreiben musste oder wollte, weil sie einfach die beiden nicht aus dem Kopf gekriegt haben. Verständlich. Und die roten Schriftrollen, das ist eine super süße Geschichte, eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ich bin so verknallt. Ich liebe das Buch einfach. Es ist so unfassbar genial und toll und schön und ach, alles dabei, was man braucht. Ne? Und ich bin ja sowieso großer Magnus Bane-Fan, wahnsinnig großer Magnus Bane-Fan. Und deswegen, die roten Schriftrollen, Cassandra Clare, die ältesten Flüche, ist total verlesen, das Ganze. Ist aber nicht schlimm. Ich habe es auch echt schnell gelesen. Also ich habe ja, wie gesagt, zuerst die dunklen Mächte gehört und dann das erst hinterher. Und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Ich konnte es nicht aus der Hand lesen. Es war so schnell gelesen, das ganze dicke Buch hier. Das Buch hat, na gut, es geht, ne? An den Seiten ja 440 ungefähr. Ja, machbar, ne? Auch innerhalb von wenigen Tagen, aber ich habe es trotzdem wahnsinnig schnell gelesen und das ist so krass. Ich habe später dann erst festgestellt, dass, also ich habe mich dann hinterher nochmal richtig schlau gemacht, wann welche Reihe tatsächlich drankommt. Und ich muss mal unbedingt die Shadowhunters Akademie oder wie auch immer sich das Schattenjäger Akademie mir mal reinziehen und durchlesen und so. Komme ich zu meinem Platz 1. Das sind eigentlich zwei Bücher. Ich habe ja tatsächlich diesmal so die Reihen ein bisschen zusammengepackt, weil das im Prinzip einfacher ist. Also wenn ich jetzt... zum Beispiel Georgia Moyes habe ich ja den zweiten und dritten Teil 2020 gelesen. Von daher sind die
auf demselben Platz gewesen. Dann die Dunklen Mächte, alles auf demselben Platz. Hellcats, komplett auch gleichgestellt, alle Teile, auch wenn der nächste Teil ein bisschen... Aber das Gefühl ist halt immer noch da gewesen. Genau, und wenn du Bücher halt, wenn man Bücher hintereinander liest, dann verschwimmt das auch, wie ich bei den Dunklen Mächten. Ich kann dir sagen, was alles drangekommen ist, wer, wie, wo, was, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ich müsste erstmal noch mal den Klappentext lesen. Was zum Beispiel Julian im ersten Teil gemacht hat oder was im dritten Teil wäre. Und gut, im dritten Teil, das weiß ich noch, aber weil ich alle drei Teile sehr, sehr dicht beieinander gehört habe, also wirklich hintereinander. Kaum hatte ich das erste fertig und hatte ich das zweite an und dann das dritte. Weil ich auch die Stimme von Simon Yeager wahnsinnig, wahnsinnig toll finde. So. Ich muss mal kurz. So. Deswegen habe ich das Buch. Okay. So, ich habe auch eine Autogrammkarte irgendwo von. Okay. Also, meine Nummer 1. Ein Schuss kommt selten allein. Von A.J. Sherwood. Johns übernatürliche Kräfte. Und der zweite Teil. Und Totschlag von A.J. Sherwood. Johns übernatürliche Fälle Teil 2. So, das ist die Fortsetzung. Hier geht es um eine ziemlich interessante Frage. Und um einen Serienmörder. Aber wir sind ja im ersten Teil. Und ich habe das Buch vom Second Chances Verlag erhalten. Mit einer mega krassen Kiste. Einer Tasse. Ich habe hier, sieht man jetzt nicht, Aufkleber kürzlich noch bekommen und andere süße Sachen, Autogrammkarte und so weiter und so fort. Also ganz viele tolle Dinge vom Second Chances Verlag. Ich habe aus dem Buch vorlesen dürfen, weshalb ich nochmal ein extra Buch bekommen habe und ganz viele andere Sachen. Auch Herz und Totschlag habe ich als Rezensionsexemplar, leider nur als E-Book, aber ich werde mir das Buch selbst auch nochmal holen, erhalten. Genau. Und ich habe schon gewusst, während ich die ersten Zeilen gelesen habe, während ich den Klappentext gelesen habe, wusste ich tatsächlich schon, okay, hier haben wir etwas sehr, sehr Spezielles. Und von den halbdurchlässigen Spiegeln, der mich vom Verhörraum trennte, starrte ich die sehr, sehr schuldige Frau an, die Detektiv Bowman gegenüber saß. Er hatte mir den Rücken zugewandt, konnte mich aber über einen unsichtbaren Knopf im Ohr hören. Und schon die ersten Momente quasi in diesem ganzen Buch geht es um eine Frau, die homophob, soll man nicht sagen, die homofeindlich ist und ihren Mann kaltblütig umgebracht hat. Genau. Jonathan Bane hat so eine Art Lügendetektor in sich drin. Er weiß immer, wann jemand die Wahrheit sagt, wenn jemand lügt. Und das ist natürlich als Detektiv wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich. Im Prinzip wie der Mentalist, ne? Simon Baker. Genau. Und so ungefähr kann man sich auch Jonathan Bane vorstellen. So als ein Mentalist. Aber bei Jonathan sind die Sachen dann doch etwas anders gestrickt. Denn sobald er in der Nähe von einem Handy ist oder irgendeinem elektronischen Gerät, fängt es an zu stören oder bekommt Störungen. Es wird ziemlich heftig. Es geht kaputt. Punkt. So. Und alle sind genervt. Er selbst wohnt in einer umgebauten Pizzeria, hat noch einen Dingsenofen, Pizzaofen, hier so was Cooles, ne? Und möglichst wenig Elektrozeug. Er hat eine coole Nichte, die sehr jung ist, aber ziemlich vorlaut. Und ja, und dann taucht irgendwann Donovan Havili auf. Und Jonathan kommt zur Arbeit in seinem Büro, wo er arbeitet, in dieser Agentur, Detektivdings da. Die arbeiten ja auch mit der Polizei zusammen und so. Und der kommt da rein und dann ist es voll still. Keiner sagt was. Alle sind so irgendwie so ein bisschen beieinander an der Kaffeemaschine oder sowas, ne? Und er weiß nicht, was los ist. Er kommt hin und fragt dann erstmal, aber alle sagen so, oh mein Gott und so weiter, ne? Und das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und dann geht er zu der anderen Mentalistin,
die nicht ganz so krass ist wie Jonathan, aber schon Fähigkeiten hat, einige Fähigkeiten. Und sie sagt, sie weiß nicht, was los ist. Irgendwie alle denken, dass er, dass der Kandidat, der neue Mitarbeiter, der im Büro vom Chef sitzt, ganz, ganz schlimm ist. Aber sie spürt das einfach nicht. Und dann soll Jonathan einfach Klarheit schaffen. So. Und Jonathan kommt so, geht so ins Büro, kommt so hin und dann geht er in das Büro selbst rein, guckt sich gar nicht den Kandidaten an, sondern hat nur das Gefühl, also er spürt, ob jemand gut oder böse ist, ob jemand die Wahrheit sagt, lügt und solche Sachen. Ne? Er hat so einen inneren Radar. Er geht zum Chef, fordert den Chef auf, dass er mit ihm direkt rausgehen soll und sagt, wenn der Chef den Typen nicht einstellt, dann ist er total blöd. Okay, umgangssprachlich, ne? So, na doch, er hat schon so einigermaßen so ausgedrückt. Ne? Und dann erst wird er gefragt, warum, wieso, weshalb. Er sieht aus wie ein Gangster, ne? Der Donovan Havili. Und dann sieht ihn Jonathan das erste Mal richtig. Okay, und ja, man könnte meinen, beim ersten, dass er vielleicht nicht so, aber total süß. Donovan ist dunkelhäutig und hat irgendwie scheinbar ganz viele Tattoos oder irgendwie sowas. Also er hat die Auflösung später, das muss ich einfach erzählen, weil das zuckersüß ist. Donovan arbeitet mit Kindern zusammen und hilft ihnen und so. Es ist total knuffig, ne? Und die Kinder haben gedacht, okay, weil Donovan halt Vorstellungsgespräch hat, soll er ordentlich aussehen. Die haben alle, Donovan hat ganz viele Narben, nicht schön, nicht lustig, gar nichts. Aber die haben die Narben halt mit Farbstiften nochmal angemalt, so dass die halt cool wirken, wie Flammen oder wie Feuer oder irgendwie sowas, ne? Und das sah eben dann seltsam aus für Außenstehende. Und schon als ich die Geschichte dann gehört habe, das war etwas, wo ich dachte, oh Gott, ist das süß. So was habe ich auch noch nie erlebt. Das war so Zucker. Und ja. Schon allein deswegen ist Ein Schuss kommt selten allein mein Lieblingsbuch, wegen dieser einen Szene. Und okay, es kommt auch eine richtig heiße Szene vor, das muss ich sagen. Ansonsten ist es eine richtig, richtig coole Detektivgeschichte und Jonathan und Donovan sind ein super. Mich jedes Mal zum Schmunzeln bringt, wenn ich daran denke und ich bin einfach nur happy, dass ich die lesen durfte. Jonathan Bain ist ein lizenziertes Medium und arbeitet als Berater für die Polizei. Regelmäßig helfe ich den Ordnungshütern dabei, böse Jungs hinter Gittern zu bringen. Daher mögen mich Kriminelle nicht besonders. Ob mit dem Messer, den Fäusten oder einer Waffe, immer wieder werde ich angegriffen. Oh ja. Das Blöde dabei, meine übernatürlichen Fähigkeiten machen aus allen elektronischen Geräten im Nu Schrott. Daher ist Hilfe holen für mich nicht immer einfach. Ich brauche einen Anker. So heißen die Partner für Leute wie mich. Aber ich habe die Hoffnung längst aufgegeben, bis Donovan Havili durch die Tür tritt. Ach, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Und im zweiten Teil geht es, wie gesagt, um einen Serienmörder. Und es war ebenfalls so süß und so knuffig. Und ach Gott. Ich freue mich schon auf den dritten Teil. Ein Spuk kommt. Ich glaube, irgendwas mit Spuk war das. Der dritte Teil, Moment, ich glaube, den kann man schon sehen. Oh mein Gott. Und das Cover, ist das Cover nicht großartig? Echt, das Cover sieht so krass aus. Meine Güte, ich freue mich so wahnsinnig auf das Buch. Das glaubt ihr gar nicht. Ich werde übrigens auch mal eine Liste machen mit Sachen, mit Büchern. Ich werde mal so ein bisschen mit euch Amazon durchgehen und so schauen, welche Bücher demnächst herauskommen und wie die Cover sind und so. Und auch mal beim Bloggerportal nochmal vorbeigucken, was so als nächstes herauskommen könnte. Oder über vorab lesen. Welche Bücher kommen allgemein in nächster Zeit heraus? Das möchte ich auch noch mit euch durchgehen, aber Ein Schuss kommt selten allein. Elsie Sherwood von Johanna Hoffer von Lobenstein übersetzt aus dem Second Chances Verlag. Und der zweite Teil natürlich auch. Und wow, ich bin geflasht von dieser ganzen Geschichte, ehrlich. Es ist, die hat mich überrumpelt, tatsächlich. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass ich sowas
krasses Empfinden für diese Geschichte. Dabei sind Jonathan und Donovan irgendwie. Donovan ist ein richtiger Beschützer. Das ist ein richtig, richtiger Beschützer. Und ich glaube, so einen brauchen wir alle. Ich habe so einen. Die sind so knuffig, die zwei. Wirklich, wirklich. Genauso knuffig wie Magnus und Alec. Und Senna Nassar, ebenfalls eine großartige Frau. Also hier habe ich vier unfassbar tolle Männer und hier habe ich eine großartige Frau, die wirklich, wirklich viel durchgemacht hat und auch von dem Schicksal ihrer Eltern erzählt. Wie sie sich kennengelernt haben, ist auch nochmal eine tolle Geschichte. Dann habe ich noch Giovannis Zimmer und ich muss sagen, irgendwie, wenn ich mir so die Bücher nochmal angucke, da haben wir tatsächlich fast, also haben wir sehr, sehr viele Bücher, die sich in dem LGBTQ-Bereich befinden, die sich um dunkelhäutige Menschen drehen oder handeln, die über dunkelhäutige Menschen handeln, überwiegend Männer, seltsamerweise. Und halt das Thema Rassismus groß aufgreifen, sehr, sehr groß behandeln und thematisieren. Das ist irgendwie so überwiegend bei mir tatsächlich hängen geblieben 2020. Ich denke einfach, ich wollte mehr wissen. 2020 wollte ich tatsächlich mehr über diese Black Lives Matter-Sache erfahren. Ich habe schon in den Jahren davor ganz, ganz viel auch über das Thema gelesen. Immer wieder sind Bücher bei mir aufgetaucht. Immer, ich meine, in Love, Simon geht es auch so ein bisschen um diese Frage. Um so ein bisschen. Ich will gar nichts verraten bei Love, Simon, weil Simon weiß ja selbst nicht, wer sein Clue ist. Muss ich mal wieder lesen. Und immer wieder kommt das Thema bei mir auf, unbewusst tatsächlich. Nicht nur diese ganze Black Lives Matter-Sache, sondern auch diese LGBTQ-Geschichten. Die haben immer ein großes Ranking bei mir. Einfach weil ich jedes Mal ergriffen bin, wenn ich etwas derartiges lese. Und nehmen wir mal auch hier die roten Schriftrollen. Ich meine, Magnus Bane ist uralt und ist nicht abgeneigt von allem. Also er verkörpert im Prinzip dieses LGBTQ komplett. Er mag Frauen, er mag Männer, er mag Feen, Elfen, was es auch immer noch so gibt. Ne? Und dann haben wir hier den süßen kleinen Alec. Und Alec hat sich ja auch erst spät geoutet. Erst als er war lange Zeit in Chase verknallt in seiner Parapartei. Und dann hat er halt Magnus Bane kennengelernt. Und Magnus, ach, das war ja auch so traurig in dem Film. Ja, auf jeden Fall ist das bei mir irgendwie so das Thema gewesen 2020. Und ich denke, es wird sich auch 2021 nicht unbedingt ändern. Weil ich tatsächlich mehr auf Diversity achten möchte. Ich will gar nicht mehr so viele typische Romantic Sachen lesen, dieses Mädchen trifft Junge, Gedöns, ne? Oder wo die sich irgendwie sehen und direkt die Kleider vom Leib reißen. Oder diese, wo plötzlich die Frauen Bad Girls werden und die Männer dann Weicheier sind. Solche Sachen möchte ich einfach gar nicht. Möchte ich nicht unbedingt mehr lesen, so wirklich viel. Und umgekehrt auch nicht. Also wo jetzt die Männer so Badasses sind, wie auch immer man das nennt. Bad Guys. Es sei natürlich, das ist Damon. Damon Salvatore ist alles erlaubt. Also Damon Salvatore darf alles machen. Ne? Damon Salvatore ist außen vor. Der darf gerne Bad Boy sein. Aber in diesen typischen Romantik-Sachen da, es ist einfach. Da habe ich mich ganz viel gelangweilt 2020. Ich habe einige Bücher in der Richtung gelesen. Ich werde auch nochmal, einfach auch um rein abzuschließen, zum Beispiel die kalifornischen Träume-Sachen lesen von Manuela Inusa. Aber das liegt auch eher daran, dass ich weiß, wie Manuela. Entschuldigung, dass Manuela Inusa nicht nur stereotypisch denkt,
auch wenn ihre Geschichten eher so sind, aber dass sie halt privat doch einige andere Sachen noch bewirkt und das ist eben auch für mich nochmal ausschlaggebend und wichtig. Deshalb habe ich auch beschlossen, dass ich keine J.K. Rowling mehr lese, weil sie 2020 wahnsinnig diskriminierend war und ja, Transgender zum Beispiel ziemlich in den Dreck gezogen hat und alles. Klar, theoretisch, es betrifft mich theoretisch nicht, aber ich kann damit nicht leben, mit solchen, es fällt mir halt, ich kann das nicht akzeptieren. Jeder hat seine Meinung, jeder darf seine Meinung haben, aber eine Frau, die vorher ein Mann war, ist genauso eine Frau. Oder umgekehrt, ein Mann, der vorher eine Frau war. Nehmen wir doch einfach Ellen Page. Aktuelles Beispiel, Ellen Page. Von The Umbrella Academy zum Beispiel. Sie hat sich sehr, sehr früh geoutet gehabt in ihrer Karriere. Und jetzt erst vor ein paar Monaten hat sie sich auch nochmal als Transgender geoutet. Und ist nicht mehr eine sie, sondern ein er. Und er heißt Elliot Page. Und wurde genauso von der Community aufgenommen, wie alle anderen auch. Und das ist super. Und auch die Umbrella Academy, Netflix, alle haben gesagt, hey, super. Und die haben natürlich auch das Konzept so ein bisschen angepasst dann. Werden die Staffeln so ein bisschen an Elliot Page umändern und haben auch direkt Elliot Page mit reingebracht in die Auflistung von den Charakteren. Ne? Genau. Mega gut. Finde ich super. Und genau darum geht es auch in dieser Diversity-Welt. Dass wir alle nicht mehr nur stereotypisch denken sollten, sondern wirklich auch weit klicken müssen. Es ist nicht mehr nur, wir haben nicht nur einen Weg quasi. Es ist nicht mehr alles schwarz und weiß. Wir sind nicht mehr, es ist nicht alles straight, sondern wir sind tatsächlich alle ein bisschen weiter gekommen. Und alle mehr. Es ist, wir sind vielschichtiger geworden und die Welt ist vielschichtiger geworden. Oder vielleicht ist sie auch, war sie es auch schon immer, nur haben wir es jetzt erst richtig registriert. Aufgrund dessen, weil eben auch so viele tolle Geschichten mittlerweile rauskommen und rauskommen dürfen und rauskommen müssen. Das ist alles etwas, was nicht unter den Teppich gekehrt werden sollte. Die Geschichte zwischen dem Magier den Magier, Agnes Bane und den Schattenjäger alle gleich wird, muss man genauso in die Welt tragen wie Donovan und Jonathan oder Giovanni und David, wobei David natürlich ein Negativbeispiel hierbei ist, ne? Und hier auch die süße kleine Sissy Honeycutt, die mehr Charakter gezeigt hat als so manch ein anderer und die beschützt hat, die sie geliebt hat, unabhängig von der Hautfarbe. Und obwohl sie gar nicht aufgewachsen ist in dieser Vielfalt, hat sie es doch erst, und sie hat so coole Sachen gemacht dann noch. Ja, hier geht es halt um Shakespeare. Und hier haben wir 53 Persönlichkeiten, die so unterschiedlich sind und doch alles irgendwie irgendwo was gemeinsam haben. Manche haben richtig gelitten und eine Geschichte ist auch hier, das war in Japan oder irgendwie so, ne? Und da mussten die zwei Frauen, die eine musste die andere adoptieren, damit sie zusammenleben dürfen, obwohl die Geliebte waren. Also, in Georgia Moyes haben wir es mit dem Tod zu tun und mit dem zweite Chancen und wieder ins Leben zurückfinden. Das ist auch wieder auch etwas, was selten zu tun, das was nicht immer gut rüberkommt. Und hier mit Königinnen und Königinnen, die verspottet werden oder die tatsächlich nicht in der Geschichte erwähnt werden. Dann haben wir bei Just Like You von Dick Hornby zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, eine 42-jährige Frau und ein 22-jähriger junger Mann. Beide haben eine andere Hautfarbe und auch hier irgendwie ist das auch wieder das Thema schlechthin. Ne? Und bei In Hellcats haben wir den Boy-Girl, da hat Eve Pei das Thema auch etwas thematisiert, was so selten vorgekommen ist.
höchstens Shakespeare hat das mal gemacht, ne? Und zwar, dass sich ein Mädchen als Junge verkleidet hat. Das haben ja die Shakespeare-Damen auch immer machen müssen. Auch da, auch Eve hat das Thema LGBTQ, beziehungsweise ja doch so gleichgeschlechtliche Liebe mit, thematisiert und in ihren Büchern mit reingebracht. Mehr am Rand, aber trotzdem. Wobei eine Geschichte, es war schon süß zwischen James und Finn. Das war schon, da habe ich schon echt Herzklappen gehabt. Ne? Oder Heartstopper von Alice Oseman. Die zwei Jungs, die unterschiedlich sind. Hier haben wir den Football-Star oder ja, den Sportler halt. Ne? Und dann dieser kleine Nerd. Und die sitzen dann plötzlich zusammen und dann werden sie doch beste Freunde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Habe ich noch eine Geschichte vergessen? Und wie sind die wirklich alle so, ne? Nee, La Stella, das Licht von 1000 Sternen. Eine unfassbar gelungene Geschichte, sehr herzergreifend. Ganz viele sind tatsächlich die dunklen Mächte auch. Da haben wir auch zwei beste Freunde, die sich ineinander verlieben und die das eigentlich gar nicht dürfen. Wobei es hier um die Paraparteis und um zwei Paraparteis geht, um Emma und Julian. Aber auch hier haben wir natürlich nochmal Alec und Magnus mit dabei in der dunklen, in die dunklen Mächte und das ist auch so süß. So, ich hoffe, ihr habt nachvollziehen können, wie ich meine Bücher gewertet habe, wie ich das alles gemacht habe. Meine Flops habt ihr schon gesehen. Wenn nicht, dann schaut nochmal da vorbei. Ich bin wahnsinnig zufrieden mit meinem Ranking. Ich bin wahnsinnig überrascht gewesen, wie ich das selbst aufgebaut habe, in welcher Reihenfolge das Ganze bei mir gelandet ist. Das hätte ich jetzt super, so teilweise nicht gedacht. Auf Platz 4 war ja James Baldwin, Platz 5 Nick Hornby und Platz 6 Beth Hoffman. Das ist schon, weil ich ja AJ Sherwood die ersten, also Teil 1 und Teil 2 von ihr, Ein Schuss kommt selten allein, als 1 gemacht habe. Deswegen ist das ja dann ein bisschen anders gerutscht, ne? So. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist ein wahnsinnig langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Zeige ich euch dann meinen Sub und übermorgen werde ich dann den Sub mal aussortieren. Und dann zeige ich euch auch nochmal meinen Sub bei meinen E-Books. Und dann machen wir auch endlich mal 20 bzw. 21 und 21, ne? Mal schauen, ob ich das dann schaffe. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal hier bei Work of Books. Ich bin Janine und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bye.